Salut les Flight, alten Milchheim, ich spiele weiter Yooka-Laylee. Also, wir sprangen mal für den Moment aus dieser Welt raus, ne? Und wir gehen Richtung Zweitwelt. Und da werden wir dann die Welt auch vergrößern. Die Zweitwelt wird am Anfang, wenn in der expandet, wenn in der vergrößert, dann haben sie da wirklich einen anderen Approach geholt. Am Anfang kriegt ihr einen anderen Perspektiv. So erklären sie das mal. Können ja die Leute die Abkürzungen benutzen, wo wir hier holen? Für schnell für uns kommen. Ups, falsche Richtung. Ist nicht weiter schlimm. Ja, Lötzeiten, Lötzeiten, ne? Ja, das ist leider so, haut ist das mit dem Spieler. Ah nein, immer noch die kurze Lötzeit, ne? Die will nicht auf einem Disc spielen wie auf der PlayStation oder so. Ich empfehle Wanderweg PC-Version. Natürlich von deinem SSD-Hut, da profitiert er nach einkehr. Voilà, mixt man der in die heute Welt dann. Tada! Okay. Dann nochmal Welt Nummer 2 expanded. An Narang Lötzeit. Ich gucke, wenn ich mal das machen, ich meine, wenn wir die dritte Welt expanded tun, dann gehen wir eigentlich zurück. Und gehen wir durch die ganzen Hub-Welt. Probieren wir hier Alpeji zu finden, wo wir finden können. Und dann machen wir die zwei letzten Welten. Ja, das tut noch eine flotte Referenz für alle. Voilà, das tut noch eine flotte Referenz für Banjo-Kazooie-Fans, ne? Den Eischlüssel, den nur den am Spiel gesehen mir war inaccessibel. Wenn den Spieler auf 100% gepackt wird, da konnten den eigentlich normalerweise den freischalten auf der Xbox-Version, das hat mal der Fall. Da kann ihn den auch sicher gehen. Aber ja, am Anfang, als die Schlüssel nie benutzt gehen, das ist die Geschichte von Stop and Swap, und ich auch während dem Banjo-Kazooie Let's Play ein bisschen mehr im Detail erklärt, was das alles ist. Und ja. Hier haben sie den so daneben. Ein bisschen rabräusch, so eine kleine Referenz dazu. Das flotze gesehen. Weil sie wissen nämlich, was da alles für Fantheorien abgetaucht sind und dem Stadt veröffentlicht ist. Voilà. Dann gehen wir direkt hier ran. Weil am Funk die Welt selber ist nicht mehr groß gehen, wir konnten just nur Achse auf Plätzen, die zugesperrt waren. Und das ist am Funk, das Art der Weise für Expanden benutzt die zweite sowie die feiert Welt. Wie die feiert haben schon nie vergrößert, ich weiß nicht, wie die ausgesehen. Okay, voilà, und hier ist immer ein länger isometrischer Perspektiv. Und das lo am Fong, ups, du, ich wollte gönnen daran. Und das lo, das wird am Fong lo wird kommen. Oh, das ist gut, dass wir rausgegangen sind, weil, hör es nicht. Boah, ich geh dann sich mal rein. Das heute weiß ich auch nicht, ob das eine Art Referenz soll sein zu den, okay, ja, ne, ich weiß was machen. Ich hatte just vergessen, dass das so ist. Ich hatte gedacht, dass irgendwie gegen Gift kommen, aber ne. Bei den Heim muss man aus der Ton. Und noch weiter gehen. Nicht stehen bleiben. Ich meine, tut noch so ein bisschen eine Referenz zu Banjo-Kazooie Grunty's Revenge. Das war im Game Boy Advance und das war auch an einer isometrischer Vue. Hi, aus der Rextro vom Level. Ja.
Man muss dann sich mal hier den Jeton finden. Das tut mir egal, warten. Ich weiß nicht, ob das dort wirklich ein Challenge soll sein. Weil das ist wirklich egal, warten, ne? Soll das ein bisschen wie den Mario Party Buu-Spiel sehen am Genre Mario Party 1, meine ich, war das. Du hast ein bisschen raus von wem von dem Buu der falschen ist. Du hast alle gut wenigstens zusammen bewegt, dann eh nur dann hast du eine andere Bewegung gemacht. Oder schmeckt wenn er an ist, ne, wenn er an ist. Es war so, dass dass eh von denen. Ich war das schon mal. Ich meine, da einfach den Echten, den du gefangen hast, eine andere Bewegung zu machen. Und dann haben all die anderen nur gelegt. Und du hast den müssen fangen, den Bewegung aufhängt oder so. Ja, das war es, ja. Okay, hier haben wir ein Spiel, wo es darum geht, umzugreifen, zu sprangen, nach anderem. Den heute ist eigentlich nicht so schlecht. Ne? Wir nämlich hier in der echten Welt, wir machen just ein Keier. Ne? Ich habe keinen Bock auf die zwei dran. Ah ne, das Sammelspieler. Ja, ich mag das, da kommt nicht besser für, ne? Probieren wir die Deck als ich zu fahren, immer. Bloß meist nicht treffen. Ah, super. Unverwundbarkeit ist immer willkommen. Ja, ist gerade traurig, weil ich schon probiere mich ein bisschen zu konzentrieren hier. Das ist gut. Oh, ich werde, ich denke, für einen Golden Shore, ich meine, das müsste aber durchgehen, ne? Ja. Ne, merci. Okay. Pardon. Voilà, jetzt ist ein bisschen ein Labyrinth, wir müssen uns verhalten, wo waren wir schon, wo waren wir nicht. Voilà, das kommt nicht mehr mit. Wenn ich die alten Technik nicht drauf hat, dann ist das viel mehr schwer, ne? Da muss ich wirklich über die Allinsel, weil ich meine, weil in der Jupik, das ist ziemlich instant dort. Das ist total verdächtig, ja. Einer? Sind wir noch nicht sicher? Ja, okay. Das ist immer wichtig. Wie kriegen wir das hier raus? Ne, heuer selbst für dein Stoff und aufhält. Ah, du hast ein Weh. Den nicht fest im Wasser könnt. Das ist so, dass das heute, weil ihr
nehmen ein Tier, die wir abgemäht haben am Eischlüssel, sie nach einer platzen, dann ein von denen, da sind noch Wasser. Ich meine sogar zu. Hey, war mal, ne? Hey, war der Rex da, ja. Ja, das ist komisch, weil hier ja mal den Ausgang von dieser Seite, also nicht von... Ach du, die wird so ein mein Gott verklebt mit dem. Me schmenglich war du eben. Schmenglich hat nämlich gemäht, bevor das platt gedrückt gesehen. Ne, ich war heilt. Okay. Ah, das heißt, ihr seht mal ab's. Ich meine, das ist eine Zeit-Challenge, hey. Whoops. Das sind, das schmeckt, sind drei Tier. Das sind immer drei. Mit dem Stamina Boost wird das relativ einfach. Wenn ich die Welt direkt vergrößert hätte, nachdem ich einen hier besiegt hätte, dann wäre das nur nicht so. Aber wirklich, das hat alles fertig kriegen. Ah ne, das ist einfach ein anderer Raum. Nochmal ist das quasi. Ich werde einen Preis kriegen für die Flotteaufgabe, ne? Ich freue mich. Ne? Ne, wirklich nicht. Wow. Egal was. Wie unnötig. Okay, Haifias Feuer. Ich verstehe nicht, was das heute gut ist. Okay. Okay, und ich hätte gedacht, wir wären eine kleine Aufgabe und da ging ich mehr Preiscreme. Ja, anscheinend nicht. Eine Hi-Hat ich Feuer gesehen, also wollen wir die mal mit. Was hat er für Scheiß?
Ich will hoffen, dass es just 3 so Plattformen war. Weil ich hier auch timen muss, ja, voilà, du sehen. Wasser. Was sind sie für Blödsinn? Schild für Schilder zu machen. Natürlich. Twitzer sind Meter hei. Oh. Dein ist doch ein Bus, ne? Ja, der Titan ist ein Bus und das ist auch ein bisschen wie Banjo-Tooie. Du hast ihn eine Lokomotive, wo ihr eigentlich flicken müsst. Den alten Bus hat ich nicht so gern. Der sollte vielleicht eine Tonic-Quelle für mehr Leben zu kriegen. Ja, der Bus ist gar nicht kreativ, fand ich. Oh, war das dat? Die Fackel sind neu. Die Fackel sind neu. Die waren nicht do. Das ist cool. Oh, ich will die ganze Zeit Kamera drehen, mir das geht gar nicht. Ah, das ist cool. Jetzt aber steht, die geht immer mit klein und mit schnell. Und das doof wird schwer geht. Das ist genial, das heute. Mit den Fackeln ändert das alles im Kampf. Wieder merkt, der Scheiß immer mehr Eis klotzen. Ja, am Anfang ist das ganz anders, ne? Weil ich hier noch massiv viel leben. Ich meine, das tut oder weh. Ah ne, nicht geschossen mit, das ist alles an den Boden geflohen. Okay, ja, die Fackeln und der Mauer waren neidisch. Wahrscheinlich sind das ein paar von den Sachen, die man im Update halt gerne hat gesehen.
Das dritte war wirklich schneidisch. Egal was. Hä? Ah, okay, ja, und trippelt raus, um mit dem Gar zu schwätzen. Ah, und dafür geht es dort, okay. Weil ich will aber wissen, was hier ist. Und dann meine ich halt mal, aber gleich ob mit dieser Folge und das nach viel, ne? Oh, sie ist wirklich raufgefallen. Ah, die rutsche komplett? Okay, da verstehe ich, was. Ich ging so in der Stadt, dann so muss man. Oh Gott, sind ich blöd. Ich will just noch die letzte Quill sammeln und die Page auf der anderen Seite. Okay, ich meine nicht mal nicht, aber alles mit Flayern. Der Mama hat nicht so wie Tiege sie war. Voilà, den nun ich mal. Bis dass ich den richtigen Winkel fand hat, ne? Ist das einfach für Zweck? Hey, das ist nicht, ne? Okay, ja. Das ist ein easy way Zweck. Und dabei! Voilà, dann haben wir am Anfang eine ganze Reihe gesammelt. Jetzt sind wir bei 65 Stück. Das ist gut, noch 35, das sind wir soweit. Und ja, das sind aber noch Talchen zu fangen. Mehrere Lebensupgrade zu fangen, das ist auch interessant. Zwei Ghost Riders. Okay. Na ja, das war ein Alpenmädchen mit Ukulele, ja. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Allez, ciao.